Leute, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Spielstand war auf einmal weg. Also er war noch da, aber ich konnte nicht mehr drauf zugreifen. Es stand einfach nur noch neues Spiel dort. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück bei Stranded Deep. Und Leute, ich habe vieles erfahren. Und ja, ich weiß nicht, wieso mein Spielstand weg ist. Aber keine Sorge, wir werden das alles machen. Ich werde einfach alles selber machen, schätze ich mal, und euch dann Bescheid sagen. Aber ich habe vieles Neues dazugelernt. Und ja, das ist ziemlich cool, finde ich. Ich werde erstmal die ganzen Sachen machen, die man anfangs so oder so tut. Und dann sehen wir uns wieder, schätze ich mal. Weil ich meine, ja, den Anfang haben wir schon tausendmal gesehen. Und zwar, diese Yukas hier, die heißen Yuka. Wenn wir die kaputt machen, bekommen wir genau das, was wir brauchen, nur 6-mal. Wie unnormal ist das denn? Das ist eine Sache, die ich erfahren habe. So hilfreich, Leute, weil ihr wisst ja ganz genau, ich brauche diese Teile. Schaut euch mal, wie viel rauskommt. Wie viel Fabric Leaves. Unnormal, Leute, unnormal. Das sind so viele. Wir fliegen leider durch die Gegend. Und, was ich gelesen habe, ist die... Die wachsen sogar nach. Wie cool ist das denn bitte? Aber ziemlich, ziemlich episch. Und by the way, die Teile können auch wichtig sein, denke ich. Also ja, ziemlich geil, dass ich das erfahren habe. Und ja, damit können wir richtig leicht Lashing erstellen. Und Mr. Krebs, du musst mal wieder sterben. Komm schon, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Ja, in dein Gesicht. Loser. Und schaut euch das mal an. So viele. Es ist so unnormal. Es ist so krank, wie viele hier runterfallen. Warte mal, das waren jetzt so 5 Stück. Ich glaube, es müssten aber 6 sein, oder? Ist doch irgendwo einer runtergefallen. Es ist manchmal schwer, das zu finden, weil die sind halt quasi alles ist grün. Und hier kann man noch Young Palm Trees zerstören und damit kann man so richtig viele davon machen. So richtig viele. Jetzt habe ich 2 Stück davon, okay? Nur weil ich die Pflanzen, die dauerhaft da waren, nicht zerstört habe. Ist aber hilfreich. Und heute würde ich gerne... Ich würde gerne eine Insel finden, wo wir leben können. Wie wär's damit? Hier. Indem wir quasi so eine Art Haus erstellen oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es ja nicht. Okay, hier, seht ihr das? Ziemlich cool. Wände kann man machen und so weiter und so fort. Und ich würde das gerne alles machen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Dafür brauchen wir einen Hammer, by the way, um alles zu bauen. Aber das können wir gerne machen. Wird sehr spaßig. Und ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie wir Wasser bekommen können. Lagerfeuer ist fertig. Ach ja, das Fleisch kann doch schlecht werden. Also wenn man zu lange braucht, wird es schlecht. Also ja, das ist ein bisschen problematisch. Aber theoretisch müssen wir das Fleisch nicht mal machen. Zumindest nicht jetzt, weil jetzt haben wir noch keinen Hunger, aber für später. Aber wir werden sowieso nicht hier bleiben. Wir werden zu einer anderen Insel gehen, denke ich. Oh, hier ist noch eine Fabulous Leaf. Seht ihr das? Hier ist noch eine, was sehr schön ist. Wir brauchen auf jeden Fall eine Axt. Kann ich eigentlich eine erstellen, ganz schnell? Auf die Schnelle? Nee, irgendwie nicht. Warte, was brauchen wir für eine Axt? Denn ich brauche auf jeden Fall eine Axt, um schneller diese Bäume zu zerstören, weil es nervt. Und zwar, okay, wir brauchen noch ein Stone Tool. Also mache ich kurz ein Stone Tool. Ganz genau so, so. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, eine Axt zu haben. Nein, immer noch nicht. Aber wir brauchen 2 Stone Tools. Dann machen wir noch eins. Und jetzt? Jetzt kann ich eine Axt haben, sehr gut. Wir haben eine Axt, Baby. Woo! Aber schau dich mal diese Insel an, die sieht ja grauenhaft aus. Ich meine, hier ist ziemlich viel. Tatsächlich, aber... Oh, wir haben ziemlich lange Arme, by the way. Aber hier zu bleiben, wäre dumm, weil ich meine, sehe ich sowas von voll. Und wir wollen nicht hier bleiben, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und damit können wir sogar das hier zerstören, was sehr gut ist, wodurch wir ebenfalls Holz bekommen können. Und wir können Gegner am besten mit einem Speer töten, von dem, was ich gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe. Also wir brauchen einfach nur einen Speer und dann können wir die Gegner damit töten. Was ziemlich, ziemlich geil sein wird. Aber ich mache erstmal die ganzen Basic-Sachen und dann will ich langsam anfangen, wirklich weiterzukommen in dem Spiel. Also so wirklich weiter. Wir gehen jetzt schon mal auf eine nächste Insel, weil hier will ich halt, wie gesagt, nicht bleiben. Auch wenn es hier viele gute Pflanzen gibt. Ja, es ist eine Insel voller guten Pflanzen, das stimmt. Aber wir wollen hier trotzdem nicht bleiben. Ich gehe jetzt einfach zu irgendeiner random Insel, wo nicht allzu viele Pflanzen sind. Ich meine, überall sind viele Pflanzen und das ist auch wichtig, aber wo vielleicht so ein bisschen wo man ein bisschen mehr chillen kann, okay? Das ist richtig. Und vielleicht sehen wir auch heute ein Hai. Das wäre sehr gut. Ich könnte mich auf die Suche nach einem Hai begeben. Und diesmal darf ich nicht vergessen, das Spiel zu speichern, weil irgendwie beim letzten Mal habe ich vielleicht nicht gespeichert oder so. Keine Ahnung, was da genau passiert ist, aber irgendwas nicht gut ist auf jeden Fall. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Oh, da hinten ist eine große... ich versuche einfach mal dahin zu segeln. Mal schauen. Mal schauen, was es dort gibt. Ich denke, man kann die heftigsten Tiere immer zwischen den Inseln finden. So am besten in der Mitte zwischen den Inseln. Da irgendwo ist es sehr, sehr tief und da kann man richtig heftige Tiere finden. Und wir könnten theoretisch auch einen Hai töten. Das würde gehen. Nur wir brauchen dafür einen Speer. Und seien wir mal ehrlich, im Endeffekt, also im echten Leben, wenn wir gegen einen Hai kämpfen wollen würden, wir hätten nicht allzu viele Chancen, weil ein Hai hat einfach nur extreme Vorteile im Wasser. Aber hier ist es sogar relativ wichtig, einen Hai zu töten, denn man bekommt seine Haut und mit dieser Haut kann man bestimmte Sachen machen, wie eine Trinkflasche und so weiter und so fort. Also es ist schon wichtig, einen Hai hier zu töten. Es wird nur sehr schwer und ich glaube, hier ist ein Hai, oder? Ich gehe mal kurz ins Wasser. Lass mal kurz sehen. Ist hier irgendwo ein Hai? Bestimmt, oder? Oder nicht? Okay, ich habe auch Angst, muss ich sagen. Du bist nicht der Einzige. Ich bin einfach nur gespannt, ob es hier irgendwo ein Hai gibt. Hier ist gerade gar nichts. Okay, das war ein komischer Sound. Sehr merkwürdig, dass wir wieder hochgehen. Oh mein Gott, das kann schon ziemlich gruselig sein, auf jeden Fall. Das steht fest. Wo wollten wir lang? Da lang, ne? Okay.
Das war ein sehr komischer Sound. Ich glaube, ihr habt es gehört oder die Musik. Keine Ahnung, was es genau war, aber es war schon ziemlich, ziemlich gruselig. Deswegen, hier könnte irgendwo in der Nähe ein Hai sein, aber muss nicht. Weil anscheinend war da gar nichts unter mir. Da war einfach nur schwarz. Ich glaube, wir brauchen sowas wie eine Taschenlampe. Das würde uns weiterhelfen. Vielleicht sehen wir einfach nichts. Vielleicht ist es so dunkel. Ich meine, unter Wasser ist es sehr dunkel, aber... ich weiß nicht, ich habe wirklich gar nichts gesehen. Bei dieser Insel ist nicht wirklich was, Leute. Wisst ihr was? Ich würde sie einfach mal gerne überspringen. Lass mal kurz nachchecken, wie meine... oh, ich kann gar nicht gucken, wie meine Statistiken sind. Aber lass uns mal dahin schwimmen. Ich habe extra noch kein Zelt gemacht, damit wir lieber irgendwo speichern bei einer neuen Insel, wo wir uns wohlfühlen. Ich glaube, ich fahre nach hinten. Ich habe da ein gutes Gefühl. Da nicht, da ist ja gar nichts. Seht ihr das? Kein Boot, gar nichts. Vielleicht täusche ich mich auch. Oder soll ich doch dahin? Ja, ich weiß nicht genau. Ja, okay. Obwohl, da ist wirklich gar nichts. Da ist gar nichts. Ich will da nicht hin, wenn da gar nichts ist. Nein, stopp. Ich fahre nach da. Nach da hundertprozentig. Oh, über mir bildet sich eine Gewitterwolke, was eher weniger gut ist. Ja, es sieht so aus, als würde es bald stürmen. Das ist nicht so gut. Bevorzuge ich nicht allzu sehr, leider. Ich will meine Hai sehen. Ich habe noch gar keine Haie gesehen. Das nervt. Ich will unbedingt einen Hai sehen, wirklich unbedingt. Leider beinhaltet die neue Insel auch kein Boot. Das ist aber okay. Wir gehen da jetzt drauf. Ich kann nicht ewig lange segeln, das geht nicht. Deswegen, ja, müssen wir da jetzt drauf. Oh, da ist noch ein Boot. Okay, ist noch ein bisschen spät gespawnt. Sehr gut. Im Boot könnte ich gute Sachen befinden, wie eine Turbine oder irgendwie sowas, eine Art, um vielleicht irgendeine Art anderes Boot zu craften. Heute will ich auf jeden Fall irgendwas anderes erreichen, weil ich will nicht mehr, ja, die ganze Zeit einfach nur versuchen, hardcore zu überleben, sondern ich will wirklich weiterkommen, okay? Das ist mein Ziel. Deswegen habe ich mich auch informiert. Warte mal, das sind zwei Boote. Zum Glück bin ich zu der Insel gefahren. Definitiv zum Glück. Wow, schaut euch mal an. Eins ist auf der Insel und eins ist auf dem Meer. Okay, 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 ich bin gespannt. Oh, die Musik. Ist es wieder dunkel geworden? Warte mal, das ging schnell von 0 auf 100. Ganz, ganz schnell dunkel geworden, Leute. Ganz, ganz schnell. Lass mal kurz nachsehen, ob es hier irgendwas gibt. Und... oh, ja, 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 ja. Wir haben Barrels gefunden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Sachen wollten wir haben. Lass mal hier kurz nachsehen. Oh, oh, mein Gott. Kleidung. Wir müssen überleben, Leute. Ich versuche jetzt alles zu überleben. Das ist richtig gut, was wir hier bekommen. Also wortwörtlich. By the way, kann man hier nachsehen, healthy, hier, kann man bestimmt auch nachsehen, wie spät es ist, oder? 18.19 Uhr? Ist es halt jetzt die deutsche Zeit, oder? Ich habe keine Ahnung, was es genau ist, Leute. Ich weiß es wirklich nicht, aber hier sind noch mehr Barrels. Sehr gut, Leute, sehr gut. Lass mal kurz nachsehen, was es hier gibt. Okay. Oh! Taschenlampe. Okay, Vitamin. Sehr gut. Und mehr Holz. Okay, perfekt, 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 perfekt. Warte, die Lampe soll ich eigentlich mitnehmen, ne? Egal, und zwar, was wir machen werden, wir werden jetzt erstmal hier das hier machen. Die Sachen, die wir nicht brauchen, wenn wir weglegen. Genau, schön ordentlich natürlich. Da, wo das Holz ist. Wo war das Holz hier? War das Holz? Genau, perfekt, perfekt, perfekt. Die packen wir auch hier hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die packen wir dann hier hin. Alles so ein bisschen ordentlicher. Es muss nicht hardcore ordentlich sein, aber ich werde so ein bisschen ordentlicher. Und jetzt können wir erstmal... ah, nee, ich habe das Holz weggelegt, ne? Okay, das müssen wir natürlich aufheben, um das zu kreieren, logischerweise. So, und jetzt können wir das hier kreieren. Und so können wir dann quasi speichern. Frage ist, ist es denn schon spät genug, um jetzt schlafen zu gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wache ich jetzt abends auf oder wann wache ich genau auf? Wir werden sehen. Schlafen. Bitte, ich wache morgens auf. Bitte. Bitte. Okay, bitte. Und ist es morgens? Naja, okay, nicht wirklich. Na gut, dann warten wir. Ist auch kein Problem. Was soll's? Ein Hammer soll ich craften. Kein Problem. Easy peasy game. Easy peasy life, baby. Schaut euch das Teil mal an. Wie geil ist das Teil? Warte mal, hat das irgendwie... oh, das wollte ich nicht. Hat das irgendwie eine bestimmte Anzahl an Leben oder so, das Teil? Wo ist es denn? Wo ist mein... ach, hier ist meine Lampe. Ah, Invincible. Kann man dauerhaft einsetzen. Yeah! Easy peasy game, baby. Woo! Wo ist sie hin? Achso, ich habe sie weggeworfen. Okay. Jetzt können wir was sehen. Auch nachts. Wow, okay. Perfekt, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir den Yuka. Yukas sind so wichtig. So wichtig. Bis zum geht nicht mehr. Komm schon, gib mir mehr Fibrous Leaves. Oh Gott, wo sind die denn alle? Ich sehe sie einfach nicht. Es nervt so hart. Hier ist noch eine. Die fliegen immer so rum. Ich hasse das. Wieso passiert das überhaupt? Wieso fliegen die? Seht ihr das? Hier, die fliegen so dumm rum. Hardcore nervig, Leute. Aber wir haben alle, glaube ich, bekommen. Ja. Und jetzt können wir einfach den hier machen. Jetzt können wir auf Tools gehen. Einfach den hier machen. Perfekt. Easy peasy. Können wir einen Hammer kreieren? Noch nicht. Was brauchen wir denn für einen Hammer? Ich glaube, wir haben bald einen, oder? Noch Steine. Oder? Noch Steine, ja. Noch Steine. Dann haben wir alles. By the way, das können wir auch erstellen. Genau. Solar Still. Das brauchen wir. Das sammelt unser Wasser. Warte mal, ich will es jetzt eigentlich gerne haben. Vorher soll ich aber einen Hammer kreieren, oder? Ja, wir werden vorher einen Hammer machen, denke ich. Und es wird wieder hell, sehr gut. Und wir haben einen Hammer, perfekt. Und jetzt könnten wir... ja, jetzt gibt es keine Mission mehr, by the way. Also ab hier ist man... ja, ist man auf sich alleine gestellt. Und jetzt wird einem gesagt, der Hammer ist dazu... muss man haben, um sowas wie ein Zuhause zu bauen und so. Übrigens, hier gibt es eine Menge Yuka, geil. Tutorial completed. Okay, also jetzt muss man selber klarkommen. Aber dieser Hammer wird ziemlich wichtig sein, denn ihr werdet gleich sehen, wofür. Kann ich euch ja mal zeigen. Ja, wir werden einfach mal ein Zuhause irgendwo bauen, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Schon. Hey, Buddy. Ha, Buschki. Ha, in dein Gesicht, du Loser.
Oh, wir haben wenig zu trinken, Leute. Wir haben sehr wenig zu trinken. Wir brauchen auf jeden Fall was zu trinken, das steht fest. Eine Sache, die ich gerne klären will. Und zwar, pass auf. Wir brauchen, okay, wir brauchen sowas hier. Dafür brauche ich das hier. Okay, das sollte kein Problem sein. Lashing erstellt. Und die Teile habe ich auch irgendwo, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst, dass je mehr wir rumlaufen, desto mehr Durst bekommen wir. Die Teile brauchen wir. Perfekt. Warte, ich nehme mal jetzt alle drei mit. Ich meine, wieso nicht? Die kann ich nicht mehr nehmen, leider. Okay. Und zurück geht's, glaube ich, oder? Warte, was brauchen wir noch? Wir brauchen nur noch Steine und dann haben wir es. Dann haben wir alles, Leute. Nur noch Steine, dann haben wir alles. Lass mich kurz mal die Kokosnüsse von oben bekommen, bevor wir noch sterben. Ich versuche gerade irgendwie zu überleben, weil ich will wirklich nicht sterben, weil wir sind jetzt so weit gekommen, Leute. Deswegen, ich gebe jetzt wirklich mein Bestes, um einfach nur hardcore zu überleben. Deswegen versuche ich gerade einfach so viele Kokosnüsse zu bekommen wie möglich. Damit wir nicht irgendwie verdursten oder so. Weil das will ich echt nicht, Leute. Ich will echt nicht verdursten oder so. Ich will wirklich überleben. Ich habe die Schnauze voll vom Sterben. Meine ich ernst. Okay, unser Trinken ist wieder ein bisschen hochgegangen, was sehr gut ist. Aber jetzt müssen wir anfangen zu bauen. Und zwar wollte ich ja, ich wollte ja erstmal dieses Teil hier haben. Dafür brauchen wir Steine. Warte, kann ich, ich kann es aufheben, sehr gut. Ich brauche noch zwei weitere Steine. Oh, hier ist ein Stein. Und da haben wir auch noch einen Stein. Okay, sehr gut. Und jetzt können wir, oh nein. Oh Gott, fast aus Versehen gecraftet. Das hier. Genau, und das wird Wasser sammeln. Wenn da Wasser drauf fällt, hier, seht ihr das? Solar Still. Ziemlich geil. Und da sieht man quasi, wenn Wasser drauf ist. Vielleicht können wir sogar was trinken. Weil das ist ja Regenwasser. Was bedeutet, Regenwasser ist ja nicht gesalzen. Und es ist ja nicht so wie Meerwasser. Das heißt, wenn das hier voll ist, dann, ja, wird ziemlich geil, denke ich, oder? Jetzt haben wir schon mal eine Wasserquelle. Davon könnten wir theoretisch mehr haben. Es gibt aber bestimmt noch mehr Sachen, also Sachen, die wir noch machen können. Damit wir quasi noch besser überleben können. Was machen wir als nächstes? Fürs Essen sollten wir auf jeden Fall erstmal ein Campfire machen, würde ich sagen. Oder was seht ihr, Leute? Ich denke, ja, wir sollten irgendwas machen, womit wir vernünftig hier Campfire. Oh, okay, es ist hier auf einmal. Okay, meinetwegen. Jetzt brauchen wir Steine, glaube ich, oder? War das Steine? Lass mal kurz sehen. Das hier. Brauchen wir Campfire und drei Steine. Immer Steine, ne? Wir brauchen voll auf Steine. Meine Güte. Wir brauchen ja nicht nur was zu trinken, sondern was zu essen. Es ist gar nicht so einfach zu überleben. Oh mein Gott, hör auf. Du nervst. Hardcore. Es ist gar nicht so einfach zu überleben. Sogar relativ schwer. Aber nun, lass uns erstmal die ganzen Steine suchen. Ach, stirb. Hau ab. Bam. In dein Gesicht, du Loser. Freak. Gott denkt, er kann mich attackieren. Nein, kann er nicht. Ich bin unbesiegbar. Bäm. So, das hier. Sehr gut. Jetzt haben wir einen verbesserten Campfire. Und jetzt können wir noch, pass auf. Das hier erstellen. Jetzt brauchen wir nur noch Holz und Lashing. Okay, das sollte kein Problem sein. Holz und Lashing. Da haben wir die Yucca Plants. Oder Yucca. Yucca. Ja, Yucca. 100%ig Yucca. Nicht Yucca. Also, es heißt eigentlich wahrscheinlich Yucca, aber ich sag Yucca. Ist mir egal. Und, hier sind einige durchgeflogen. Irgendwo hin. Keine Ahnung wo. Seht ihr das? Hier überall. Ziemlich brutal, wie alles immer so dumm rumfliegen muss. Man verliert ja quasi dann alles. Verdammt nervig. Und jetzt kann man das hier erstellen. Und jetzt kann man, ich glaube sogar, wenn man eine Krabbe tötet, lass mal die töten ganz kurz. Sorry, Buddy, du musst leider sterben. Du musst leiden. Es geht nicht anders, okay? Es geht nicht anders. Jetzt kann man das vielleicht sogar hier hinhängen. Yes! Perfekt, Leute. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Kindling. Kindling habe ich wahrscheinlich wieder nicht. Habe ich Kindling nicht? Doch, irgendwo muss doch liegen, oder? Habe ich nicht Kindling hier wohin getan? Doch, da haben wir Kindling, Leute. Jetzt können wir das immer anmachen und dann können wir das ganze Fleisch einfach dort braten. Das ist richtig. Ziemlich cool, ich weiß. Jetzt brät das Fleisch. Seht ihr das? Ziemlich episch, Leute. Fibrous Leaves können wir zu Lashing machen, natürlich. Logischerweise. Ich glaube, wir können sogar mehr Fleisch hinhängen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Das werden wir jetzt sehen. Lass mal sehen, ob wir mehr Fleisch hinhängen können. Ich glaube, ja. Warte, geht's nicht? What? Nur ein? Nein, oder? Ist das denn ernst? Nur ein Fleisch? Ist noch nicht fertig, okay. Das ist sehr blöd. Oh, die Vitamine sind auch voll klein, ne? Damit können wir uns heilen. Ja, damit können wir, falls wir krank sind oder so, ne, uns einfach heilen, was sehr, sehr gut ist auf jeden Fall. Das ist fertig. Ich habe ein Geräusch gehört, so ein Bing. Oder keine Ahnung, was es genau war. Kann ich das essen? Ich glaube, das nicht, oder? War das Fertige? Oh Gott, warte mal, ich pack's mal weg, so. Cooked Small Eat, sehr gut. Small Meat, meine ich. Und das können wir jetzt nehmen und dann können wir das nächste drauf tun. Und ja, so können wir quasi immer überleben, wenn es um Essen geht. Was wundervoll ist, Leute. Wundervoll. Wir hoffen einfach mal, dass es demnächst... Oh, warte mal. Interact? Hä? Hat sich da was gesammelt? Ist da irgendwas? Irgendwie... Ja oder nein? Ich höre irgendwas. Seht ihr das? Da ist der Kreis auch so ein bisschen voller. Ich habe aber keine Ahnung, wie man es benutzt. Ehrlich gesagt. Vielleicht muss es voll sein oder so. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es sehen. Sowas will ich gerne craften. Driftwood Foundation. Lass mal sehen, ob wir es craften können. Wir nehmen einfach das hier. Die Sticks brauchen wir auf jeden Fall. Das steht fest. Durch Small Pine Tree sollten wir Holz bekommen. Denke ich, oder? Bam. Alter, wie oft soll ich noch schlagen, bitte? Geht doch. Sehr gut. Und ich glaube, jetzt haben wir 4 Stück, oder? Sehr gut, jetzt können wir das hier erstellen, Leute. Das wird quasi unser erstes Zuhause sein. Ich würde auch gerne hier bleiben, ehrlich gesagt. So, pass auf. Ja, ich weiß nicht. Hier? Nee, ich mach's hier. Da, wo ein bisschen mehr Platz ist. Bam. Ey, okay, das ist sehr cool. Wir können mehr davon machen. Theoretisch, oder? Wood Foundation, Driftwood Foundation, keine Ahnung. Plank Foundation gibt's sogar, cool. Also, es gibt sogar Treppen, glaube ich.
Floors. Okay. Interessant. Wände gibt es natürlich. Ebenfalls interessant. Noch mehr Wände gibt es natürlich. Genau. Jetzt haben wir sowas erstellt. Da können wir dann, ja, drauf stehen und nach Hilfe schreien. Guckt Small Meat. Sehr gut. Das ist ebenfalls fertig. Können wir ebenfalls essen. Sehr gut. Perfekt, Leute. Und zwar will ich jetzt gerne einen Speer haben und da will ich gerne auf Jagd gehen. Das ist richtig. Du hast schon verstanden, was wir tun werden. Wir werden einen Speer machen. Speer. Was? Ein Holz? Fishing Spear. Ein Holz? Ich glaube, dann mache ich ein Fishing Spear, oder? Wow, Refined Spear. Ah, da haben wir schon. Aber dafür brauchen wir das hier. Leder. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Das brauchen wir. Und das können wir nur damit und mit Leder erstellen. Ja, dann will ich es machen. Irgendwie müssen wir dieses Rawhide bekommen. Verdammtes Rawhide, Leute. Und dann können wir das hier erstellen. Das wird aber schwer. Es ist super schwer, das zu erstellen, Leute. Das kann ich euch sagen. Aber wir machen erstmal ein Speer, würde ich sagen. Ein Holz. Nur ein Holz, wirklich. Und wir haben ein Speer. Perfekt, Leute. Ich liebe mein Leben. Schaut euch das mal an. Einfach nur der Wahnsinn. Wir können uns gerne noch ein Fishing Spear stellen, einfach nur um den Unterschied zu sehen. Jetzt haben wir ein Speer und ein Fishing Spear. Lass uns mal ins Wasser gehen und gucken, ob wir da irgendwas finden können. Warte mal, da ist bestimmt irgendwas, oder? Ich sehe da sogar irgendwas. Da war auf jeden Fall irgendwas, Leute. Hundertprozentig. Hier sind überall Fische. Okay, okay, okay. Mantarochen, den sollten wir uns ja weniger nähern. Schau jetzt mal an. Da. Ich habe irgendwas gefunden. Lass mich kurz mal auftauchen und ein bisschen Luft holen. Genau, und jetzt gehen nach unten. Seht ihr, da war so ein Holz, was da oben gesagt hat. Also haben wir hier irgendwas Interessantes gefunden. Hier. Oh, ich hab's aufgehoben, Leute. Yeah, Baby. Schau jetzt mal an. Kann ich sie aufheben? Ich kann die nicht aufheben, oder wie? Nicht? What? Warte mal, wie kann ich dann irgendwas craften damit? Oh Gott. Es gibt hier vieles bestimmt. Auch darunter, aber ich weiß halt nur mal nicht wie. Ich muss immer wieder einatmen, das ist das Nervige. Ich kann nicht so lange unter Wasser bleiben. Deswegen, ja. Yeah. Bam. Oh! How to interact. Oh, cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht können wir damit irgendwas anstellen. Okay, damit nicht. Lass uns da oben gehen. Ah, ich verliere Leben, oder? Und, vorsichtig. So, lass uns mal zurückgehen und gucken, ob wir irgendwie eine bestimmte Haut oder irgendwas bekommen können von diesen Dingern, weil, ja, das würde ich gerne sehen. Aber wir haben auf jeden Fall die Reifen unten gefunden. Mit denen können wir etwas machen, was ziemlich cool ist. Dann lass mal sehen. Du kommst, oh, I feel sick. Oh mein Gott, ich bin krank. What? Nimm das. Kannst du das nicht nehmen? Jetzt nicht? Wieso geht's nicht, hä? Hast du volles Leben? Du hast volles Leben, okay. Und zwar, so. Lass mal sehen, was wir bekommen. Fleisch. Einfach nur Fleisch? Einfach nur Fleisch? Small Meat? Nein, nicht. Ist der Ernst? Gar nichts sonst? Okay, da gehen wir damit. Das ist merkwürdig. Lass mal mit dem. Nee, du musst es mal dahin, genau. Das nehmen wir mit. Und jetzt können wir dich erstmal scannen. Bekommen wir keine Haut? Gar nichts? Ist ein Scherz, oder? Nee, anscheinend nicht. Ah, genau, das haben wir auch noch gefunden. Lass mal kurz sehen. Oh, wir haben die beiden Sachen gefunden. Das ist sehr interessant. Aber es wird mir nicht allzu sehr helfen, weil hier. Boom. Und jetzt... Das hilft mir ja gar nicht. Ich bin mir sicher, ich kann damit ja nochmal schießen, aber im Endeffekt hilft mir das gar nicht. Es ist ein cooler Fund, aber es hilft mir gar nicht. Und das packen wir ebenfalls hier hin. Wir dürfen die Sachen nicht verlieren, das ist das Ding. Weil das sind schon ziemlich wertvolle Sachen dort. Ansonsten kann man da Sachen reintun, oder? Ich glaube, man kann da Sachen reintun. Und zwar Hammer. Ist der jetzt da drin, ne? Ups, das wollte ich nicht. Das kann man sogar tragen und immer wieder öffnen. Irgendwie cool. Man kann wortwörtlich die Sachen allein tun. Das könnte unsere Essenskiste werden oder so, oder? Ich pack mal da nur Essen rein. Ja, das wäre ziemlich witzig eigentlich. Ziemlich episch, Leute. Das packe ich da rein. Das packe ich da rein. Okay, das wird also nicht nur unsere Essenskiste. So wie es aussieht. Kann ich jetzt endlich hier hochgehen, Leute? Weil ich würde sehr gerne... oh mein Gott, was passiert hier? Ich würde sehr gerne... Ich komm da nicht irgendwie nicht ran, Leute. Ich weiß auch nicht, was los ist, okay. Oh. Au, natürlich tut das weh. Ich komme da irgendwie nicht ran, das nervt. Das nervt aber so hart. So, jetzt könnten wir die Medizin eigentlich nehmen. Lass mal kurz sehen. So, und? Kannst du die nicht nehmen? Wieso nicht? Wieso nimmst du sie nicht? Nimm doch die Medizin, Buddy. Ah, ne, es macht nur Krankheiten weg, ne? Wir müssen einen Weg finden, um uns zu heilen, Leute. Ich habe auch eine Idee. Oh, wir können... Plankshelf, cool. Aber das will ich jetzt nicht. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall Aloe Vera. Sehr, sehr wahrscheinlich sogar, ja. Aloe Vera, ich komme. Wir brauchen dich unbedingt jetzt im Leben. Licht an. Wird langsam dunkel nämlich. Aloe Vera, Aloe Vera, Aloe Vera. Bitte, 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 bitte. Irgendwo muss Aloe Vera sein, hundertprozentig. Ja, wir haben es gefunden, okay. Wir haben es gefunden, sehr gut. Und jetzt machen wir es mal Pick-up, genau. Ja, perfekt, perfekt. Jetzt brauchen wir eine Kokosnuss, oder? Können wir da nicht irgendwas zum Heilen erstellen? Ich glaube, ja. Oh mein Gott, Medical, hier. Ah, wir brauchen eine volle Kokosnuss. Das macht was genau? Was macht überhaupt Aloe Vera? Boost to cure Sunburn. Okay, warte mal. Wir packen es mal kurz hier hin. Ich würde gerne schlafen gehen, aber irgendwie auch nicht. Safe. Ja, lass uns schlafen gehen. Was soll's. Da wird es wenigstens schneller hell, glaube ich. Na gut, es ist immer noch saudunkel. Das steht fest. Extrem dunkel, Leute. Aber na gut. Hier haben wir auf jeden Fall sowas hier. Eine Kokosnuss. Perfekt. Und jetzt können wir, ich glaube, mit Hilfe von dem und dem sowas erstellen. Und das können wir Natural Prevent Sunburn.
Damit bekommen wir kein... Ja, okay, wie heile ich mich aber? Oder heile ich mein Leben automatisch? Vielleicht ja schon. Nur jetzt habe ich wieder Durst. Oh, lass mich nicht sterben. Nicht so. Ich hasse das. Ich will nicht sterben. Small cooked meat. Können wir gerne essen. Sehr gut, aber das heilt leider nicht unseren Durst. Das ist das Problem im Leben. Da haben wir eine Kokosnuss. Die hätte ich fast nicht gesehen. Ziemlich krass, Leute. Oh, darum sind zwei Stück. Wow. Ich hoffe wirklich, die wachsen nach. Bestimmt, oder hundertprozentig eigentlich. Die müssen nachwachsen, Leute. Kann ich sie irgendwie bekommen? Irgendwie? Bitte, bitte? Zwei Stück? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, wenn die nachwachsen, können wir ja dauerhaft so überleben, bis wir eine andere Methode finden, um irgendwie anders an Dinge zu kommen. Warte mal, theoretisch sollte doch hier schon alles voll sein, oder nicht? Hold to interact. Ich glaube, wir brauchen eine Wasserflasche. Wir müssen eine Wasserflasche kreieren, Leute. Aber das ist schwer, weil, wie gesagt, wir brauchen diese Haut. Deswegen gehe ich nochmal ins Wasser. Ja, definitiv sogar. Lass mich mal die beiden trinken, würde ich sagen, oder? Ja, die werden wir erstmal trinken. Und dann packen wir das hier wieder hin. Und hoffentlich wird es bald wieder dunkel, hell, meine ich. So, ich speichere nochmal. Sehr gut. Lass mal sehen. Bisschen besser. Unser Leben geht aber nicht hoch. Wie heile ich mein Leben? Aber das ist das Einzige, was ich haben kann. Hier, Medical. Seht ihr das? Das Einzige, was mein Leben anscheinend heilen kann. Story, Farming. Interessant, wundervoll. Aber wir müssen ja irgendwie überleben, oder nicht? Irgendwie ja schon. Oh, hier, Lashing und das. Dreimal. Da können wir sowas kreieren. Wäre auch ziemlich cool. Können wir sogar machen, tatsächlich. Wir haben die Teile gefunden. Oder, nee, Räder haben wir gefunden, ne? Genau, genau. Die werden wir auch noch kreieren. Ich will einfach nur ein Lashing haben, aber ich sehe leider nichts, weil es dunkel ist. Aber Problem ist, wie kann ich mein Leben heilen? Das kann doch nicht wahr sein. Bitte lass mich irgendwie mein Leben heilen. Lass mich nicht deswegen sterben, weil ich kein Leben habe. Das wäre ja dumm. Irgendwie, es muss doch eine Möglichkeit geben, mich zu heilen. Hier bei Medical habe ich das ja schon kreiert. Ich habe das ja schon erstellt. Aber das verhindert nur, dass ich Sonnenbrand bekomme. Schön und gut. Ist ja auch wundervoll. Aber irgendwie nervt das Hardcore, Leute. Da hinten war das, da hinten war das, da hinten war das. Okay, ich probiere es mal. Ich nehme das Teil und gehe jetzt dahin. Okay, okay, okay. Ich sehe zwar nichts, aber das ist okay. Ich habe ja Licht. Oh, hi, Mantadochen. Nicht vergiften, bitte nicht vergiften. Irgendwo muss hier auf jeden Fall... Ja, genau. Oh, es wird wieder hell. Perfekt, Leute. Aber hier war irgendwo doch diese eine Stelle. Ja, hier ist sie ja schon. Wundervoll. Jetzt passt auf. Das hier. Das hier. Jetzt kann man doch bestimmt bei das hier und... Geht's nicht? Hä? Willst du... muss man es vielleicht abbauen? Ah! Man muss es abbauen. What? Okay, ist interessant. Gut zu wissen, Leute. Ich will wirklich einfach nur überleben, Leute. Wirklich einfach... Oh Gott, geh noch Luft holen. Nur Luft? Genau, jetzt geh nach unten. Perfekt. Schnell, 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 schnell nach unten. Ganz schnell. Wir müssen uns beeilen mit dem Zerstören von den Teilen. Ja, perfekt. Ja, nice. Bitte. Kann ich die nicht aufheben? Ah, die gehen nach oben. Du auch? Hallo? Willst du auch nach oben oder nicht? Kannst du? Oder geht's nicht? Irgendwie willst du nicht, oder? Irgendwie willst du nicht, Buddy. Ich sehe schon, was dein Problem ist. Wir brauchen aber nur zwei, oder? Oh Gott. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Du musst nach oben. Einatmen. Sehr gut. Und jetzt kann man... Ich glaube, David... Bam! What? Oh nein. Die nehme ich den Teil hier mit. Ach so, ach so. Ja, so. Tada! Und jetzt habe ich ein neues Dings, der Bumster. Wundervoll. Und damit kann ich was machen? Kann ich damit irgendwas machen, Leute? Ich hab keine Ahnung. Kann ich irgendwie hoch oder so? What? Nein? Ist ja voll dumm. Ey, was bringt mir das? Ich weiß nicht, was mir das bringt. Ah, anscheinend gar nichts. Oh Mann, ist das nervig. Vielleicht brauche ich ja irgendwas dafür, um das zu benutzen. Bestimmt, oder? Ich will einfach nur überleben. Ich will nicht sterben. Und hier gibt es so viele Palmen. So viele. Unmengen an Palmen. Ich will mich heilen. Ich habe Durst. Ja, aber ich meine, mein Durst bekämpfen, ja, das kann ich, okay? Hier ist, mein Leben heilt sich, glaube ich, wieder automatisch, oder? Ich glaube, mein Leben könnte sich automatisch heilen, Leute. Wachsen denn hier wieder... Oh, yeah, baby! Oder habe ich die nicht aufgehoben vorher? Ich weiß nicht, ob ich die vorher nicht aufgehoben habe, Leute. Auf jeden Fall müssen wir erstmal mit Kokosnüssen überleben. Das steht fest, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. Wenn wir mit Kokosnüssen überleben, ist alles easy peasy. Dann ist einfach das Game, wenn die wieder nachwachsen. Weil das ist dann die perfekte Insel. Denn, ja, ist aber perfekt, ne? Was soll man sagen? Kokosnüsse kann man hier sogar essen, wenn man will. Aber na gut, wir haben sie jetzt mal getrunken. Was perfekto ist. Ich will ein Hai finden. Klingt zwar komisch, ihr denkt euch, ja, wieso ein Hai? Nein, tu's nicht. Doch, wir müssen ein Hai finden. Es gibt keine andere Option, okay? Vielleicht irgendwie so ein Mantarochen oder so. Reicht das schon? Bitte. Oder diese Teile, keine Ahnung, was das ist hier. Schau dir das mal an. Was bist du? Bist du dumm? Ist dumm anscheinend, Leute. Okay, lass mal sehen. Irgendwo ein Hai oder so? Nee, ne? Die Fische wollen auch nicht. Wir können auch nicht allzu lange unter Wasser, was ebenfalls sehr nervig ist. Ich schaue gerade nach einem Hai, aber ich sehe leider keinen. Nee, ich sehe keinen leider. Schade, schade, schade. Das ist sehr nervig. Da haben wir einen Mantarochen. Okay, okay, okay. Lass mal sehen. Können wir den töten? Bestimmt, oder? Können wir nicht töten? Irgendwie? Vielleicht mit dem Speer? Geht's nicht? Hallo? Will er nicht sterben? Oh, warte mal. Der ist doch genau hier. Hallo, Buddy. Willst du nicht sterben? Er leidet sogar kein... What? Wo ist er hin? Habe ich sie getötet? Nee, ne? Hä, wo ist er hin, bitte? Ich habe keine Ahnung, wo der Mantel noch hin ist. Der ist einfach verschwunden. Oh, warte mal. Oh mein Gott. Da habe ich etwas gefunden. Hier.
Bam. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber da wird vielleicht irgendwas drin sein, was sehr, sehr gut ist. Lass mal tiefer gehen, Leute. Lass mal tiefer gehen. Da könnte ebenfalls irgendwas sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Wir könnten das hier wieder bekommen, wenn wir wollen. Aber das wollen wir nicht. Wir brauchen gerade keine Räder. Wenn ich aber irgendwelche Reifen brauche, dann werde ich mir das merken, natürlich. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was in der Kiste ist, Leute. Denn das ist immer sehr mysteriös. Aber ein Hai finde ich nicht. Vielleicht mitten im Meer. Wollen wir kurz aufs Meer und dann gucken nach einem Hai? Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Da ist nochmal Matterhorn, Leute. Kann ich eigentlich einen Fisch auch so töten? Geht das oder nicht? Geht das nicht? Nee, einen Fisch kann ich nicht mit dem Speer töten. Aber so bestimmt, oder? Ja, so geht's, das weiß ich. Ja, sehr gut, wir haben's. Also, das geht auf jeden Fall. Was ja auch schön und gut ist auf jeden Fall. Ne? Aber bringt uns nicht viel. Lass mal kurz sehen. Okay, wir können gerne gucken, ob ein paar Kokosnüsse nachgewachsen sind. Und dann können wir gerne mitten ins Meer gehen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir ein Hai. Theoretisch brauchen wir auch einen richtigen Speer. Aber das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich meine, ja, es macht irgendwie alles keinen Sinn, keine Ahnung. Ich meine, wir müssen ein Hai töten, können aber erst einen richtigen Speer machen, wenn wir ein Hai getötet haben. Also ich weiß nicht, aber es nervt einfach nur. Genau, lass uns kurz mal hier gucken. Das hier packen wir hier hin. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ist die andere? Ach da, wir packen das hier hin, sehr gut. Lass mal sehen. Vitamine. Oh, Propeller, Baby. Wir haben Propeller gefunden. Sehr gut. Wir können hier alle wichtigen Sachen einfach mal hier tun. Jetzt zum Beispiel Propeller oder so. Das ist für ein Boot, glaube ich, oder? Ist das für ein Boot oder für was ist genau? Oder nee, das ist für ein Helikopter. Aber ich glaube, ein Helikopter kann man immer noch nicht zerstören, weil ich habe am Anfang, ich meine, kreieren, nicht zerstören. Weil ich habe am Anfang gesagt, dass das die Vollversion ist. Nein, ist es nicht. Nicht die Vollversion, okay. Warte mal. Lass mal kurz sehen. Ja, Engine. Tun Engine. Seht ihr das? Also wir können damit wahrscheinlich dann quasi bei der Story, glaube ich, oder? Oder hier vielleicht? Nee. Lass mal sehen. Vielleicht entweder ein Motorboot. Okay, hier steht's nicht. Propeller. Wir können es sogar jetzt schon kreieren. Warte, hell? Merkwürdig. Hä, wieso ging das? Das war komisch. Da steht ja nicht mal, was ich dafür brauche. Ich glaube, die anderen Sachen gibt es einfach noch nicht. Da kann ich, glaube ich, noch gar nicht gerettet werden. Wir können aber versuchen, so lange zu überleben wie möglich. Aber so richtig gerettet können wir nicht werden. Glaube ich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Hier, Motorboot. Müsste irgendwo sein, oder? Motorboot. Ja, Bootmotor. Also, wir können ein Motor für ein Boot erstellen. Das ist aber halt sehr schwer, ne? Hier haben wir aber das erste schon mal. Wir brauchen dann schon, wir brauchen Holz, das hier. Duct Tape. Ah, das ist Duct Tape. Okay, dann brauchen wir eine Engine. Dann brauchen wir Carburetor. Keine Ahnung, Propeller brauchen wir. Haben wir ja Fuel Tank. Okay, die findet man dann überall. Wisst ihr was? Ich würde noch gerne erstmal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie Kokosnüsse hier mehr finden. Das wäre sehr gut. Bitte, hier sind irgendwo welche nachgewachsen. Bitte, 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 bitte. Bitte, die wachsen überhaupt nach. Das wäre so wichtig. Oh mein Gott, das ist überlebenswichtig. Wenn ich sterben wir. Und ich will nicht sterben. Wenn ich doch einmal sterbe. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Kannst du bitte meinen Dickstein in Ruhe lassen? Da ist eine. Aber die ist leider so hoch. Die ist leider so hoch. Komme ich da hoch? Bestimmt, oder? Sehr, sehr wahrscheinlich sogar. Gib mir die, gib mir die. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben eine, wir haben eine. Wir müssen nämlich irgendwie überleben. Irgendwie so müssen wir überleben, Leute. Es gibt keine andere Möglichkeit, okay? Und indem wir hoffen, dass die nachwachsen. Weil wenn die nicht nachwachsen, haben wir ein Problem. Ah, da ist noch eine. Denkt ihr, sie ist nachgewachsen? Ich glaube schon, oder? Au! 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 Bist du komplett dumm, Mr. Krebs? Bist du komplett... Bäm! In dein Gesicht! Komm schon, in dein Gesicht. Stirb! Geht doch. Oh mein... ich habe kein Messer mehr. Kann ich mit einem... Nee, ne? Ah, Gott. Drinkable. Kann ich es trinken? Ich kann es trotzdem trinken, okay. Sehr gut. Meine Gesundheit will nicht hochgehen. Wieso nicht? Also, weil die Krabbe mich gerade extrem oft attackiert hat, oder? Ich glaube, tatsächlich, ja. Sie hat mich attackiert und deswegen ging es nicht. Hier nehmen wir noch einen Stein und jetzt können wir das hier erstellen. Sehr gut. Und jetzt können wir, wo war es nochmal? Wieder ein Schwert erstellen. Nur ein Holz mehr. Ein Holz mehr. Und wir haben wieder ein Refined Knife. Das geht sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Perfekt, Leute. Das ist einer der wichtigsten Sachen hier. Bei weitem. Hier haben wir diese Barrels. Damit können wir irgendwas erstellen. Warte mal, kann ich die nicht? Nee, so nicht, so nicht, so nicht. Kann ich die vielleicht damit? Lass mal sehen. Okay, ich sehe dich. Ich kann dich sehen. Hier habe ich, by the way, hier habe ich eine Engine, einen Kompass nicht mitgenommen und Kleidung. Okay, was packen wir weg? Einen Stein kann ich eigentlich wegtun. Jetzt kann ich dafür die Kleidung mitnehmen. Das müsste gut sein. Sehr gut. Und zwar haben wir jetzt schon zwei Parts. Zwei Parts, um ein Motorboot zu erstellen. Mit Motorboot können wir überall hinfahren, natürlich. Das ist natürlich klar, logischerweise. Lass mal sehen. So. Wir haben zwei Stück. Wow. Wir haben zwei Stück, Leute. Kleidung. Kompass. Obwohl, Kompass, kann man das einsetzen? Bestimmt, oder? Lass mal kurz sehen. Kompass. Okay, ich sehe schon. Könnte wichtig sein. Sehr wichtig sogar. Wenn wir nach Norden fahren, wissen wir dann, wir kommen dann quasi in diese Richtung nach Süden zurück. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das ist schon ziemlich... Kann schon wichtig sein. Sehr wichtig sogar. Mit einem Speer kann man die halt besser töten, weil der Speer halt länger ist, ne? Wie ihr sehen könnt. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, ich will halt einfach nur die Krabbe nicht haben. Danke.
So, das ist schon okay so. Es könnte sein, dass ich tatsächlich nicht mehr allzu viel von dem Spiel machen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Aber das Problem ist halt, dass ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Weil manche Sachen sind einfach so unklar hier, was ich meine. Und obwohl ich mich informiert habe, ist es trotzdem noch relativ unklar, wie man zum Beispiel besser Essen bekommt, wie man das, wie man das, wie man das. By the way, ich gehe einfach irgendwo hin, damit ich vielleicht einen Hai finden kann und den vielleicht töten kann. Weil scheinbar müssen wir einen Hai töten. Also die Sachen sind relativ unklar. Und das Spiel wurde ja, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber ich glaube, einer Person gemacht. Das bedeutet, wenn eine Person ein Spiel macht, dann hat dieses Spiel super viele Fehler und es sieht grandios aus. Wirklich grandios. Aber ich finde, das Spiel ist relativ unfertig. Irgendwie, es ist schon so lange in der Beta und ich dachte wirklich, es wäre die Vollversion. Allerdings muss ich zugeben, ich habe mich da auch nicht wirklich informiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Töte es. Wie soll ich es töten? Vielleicht mit einem normalen Speer, oder? Wir gehen kurz hoch und werden den hier machen. Und jetzt attackieren wir ihn, Leute. Attackieren wir ihn? Ja, wir attackieren ihn, glaube ich. Nein, 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 ich bin tot, oder? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ein Tigerhai. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, oder? Bleib stehen! Bleib stehen! Oh, ich bin gleich tot, aber ich will ihn unbedingt töten. Nein, entweder ich töte ihn oder ich komme gar nicht weiter. Das ist das Ding. Komm schon, attackieren. Stirb! Ich weiß nicht, ob ich ihm Schaden mache. Oh, oh. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben. Mein Arm. Oh mein Gott. Attackiere ich ihn überhaupt? Hey, bleib stehen. Lass dich töten, lass dich töten. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas tue, Leute. Ich weiß eh nicht, wie man sich heilt, das ist das Problem. Und er ist weg, oder? Ist er weg? Bitte nicht, sei nicht weg, sei nicht weg. Da ist er, da ist er. Ich will weiterkämpfen, Leute. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen unnötig, aber zum Beispiel, es gibt ein Spiel, was ich noch spielen könnte, und zwar bei Subnautica. Das ist so ähnlich. Das Problem ist bei dem Spiel, es ist wirklich, so sehr ich es mag und so geil es aussieht, irgendwie nicht so ganz fertig und das nervt. Deswegen bei oh Gott, ja, ich bin tot, ich bin tot, ja. Wir sind tot, Leute. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. What? Okay, wir sind tot, ja. Wir sind tot, leider. Ah, wir haben 2 Tage überlebt. Na gut, Leute. Ich weiß es nicht. Ich denke, ich werde es aufgeben erstmal. Ich werde es aufgeben, bis ich irgendwann wieder zu dem Spiel zurückkomme, um zu sehen, ob sich mehr verbessert hat. Weil es ist zu unübersichtlich. Und um die Sachen zu kreieren, es dauert zu lange. Es dauert zu lange und es ist alles sehr durcheinander. Ja, deswegen werden wir erstmal eine Pause machen, denke ich. Wir werden zu dem Spiel zurückkommen, aber erstmal nicht. Muss ich zugeben, weil ich hab's probiert, aber es ging leider nicht. Also ja, für mehr Survival Games, lasst es noch oben. Da, falls du es bisschen geschafft hast, schreibe Hi bis in die Kommentare und ich sehe dich nächstes Mal wieder. Bye! Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.